Hallo und herzlich willkommen. Heute heißt es mal wieder Let's Play Overwatch und da in guter alter Manier bin ich nicht alleine, sondern der Ryokat ist dabei. Hi Ryo. Hallo zusammen, ich bin auch da. Und ihr seht es, glaube ich, schon bei uns, wir sind hier in der Heldengalerie, weil auf dem PTR-Server ist ein neuer Held vorgestellt worden, beziehungsweise der kommt hoffentlich bald, in dem Fall handelt es sich auch um eine Heldin. Name ist Sombra und handelt sich um einen offensiven Charakter. Ja, ich würde sagen, mach du mal ein bisschen, red mal ein bisschen und sag, was wir auch heute noch vorhaben mit den Leuten. Kleiner Fun Fact, PTR steht übrigens für Public Test Realm. No. Wir werden beide auf unseren Kanälen ein Video von Sombra veröffentlichen. Und zwar wird es heute, wenn ihr dieses Video jetzt gerade seht, ein Video bei mir auf dem Kanal geben mit Sombra in einem Spiel. Und in einem anderen Spiel wird Andy auch Sombra spielen. Wir beide spielen natürlich trotzdem zusammen, aber ihr könnt euch auf beiden Kanälen ein Video von Sombra angucken, aus zwei verschiedenen Perspektiven, auf zwei verschiedenen Maps und könnt euch da quasi einen schönen Eindruck von diesem schönen neuen Spielercharakter machen. Und parallel zu dem Zeitpunkt gibt es dann am Folgetag. Genau. Ja, nochmal ein normales Spiel mit zwei anderen Charakteren, aber ne, das kann man sich auch angucken. Genau, also auf jeden Fall, ihr seht sozusagen, in Summe haben wir vor, vier Folgen oder vier Aufnahmen zu machen. Und dadurch, dass ihr so ein bisschen einen Mix bekommt, seht ihr am ersten Tag Sombra, dass wir beide euch mal diesen neuen Charakter zeigen und danach geht's dann mal mit anderen Chars weiter. Welches das sein werden, das wird so ein bisschen spontan entschieden. Wollen wir vielleicht zum Eingang kurz durch die Skins gehen für Sombra? Ganz ehrlich, als du gerade geredet hast, habe ich schon mal durchgeklickt, aber wir können sie gerne mal auch noch bereden. Okay, also das habe ich nur die Legendaries nehmen, rein theoretisch. Ja, schauen wir da nochmal drüber. Ah, also wobei, wir können bei den Epics anfangen. Bei den Epics, Glitch, ja. Glitch sieht ganz nice aus, hier so weiß und grün, ganz cooles Farbschema, finde ich, aber das sind ja immer recolored normale Skins eigentlich. Virus sieht sehr, sehr vibrant aus. Ziemlich pinky. Kickt mir jetzt nicht so. Pinky. Der erste Legendary ist Azucar. Was hältst du von dem? Ach, muss ich sagen, ist mir das Gesicht zu sehr bemalt. Finde ich irgendwie. Sieht so ein bisschen aus wie ein mexikanischer Wrestler, ne? Ja, aber ich weiß nicht, die kickt mich jetzt nicht so. Also da, ich kann schon mal ein bisschen spoilern, da kommt gleich noch einer, der mir deutlich besser gefällt. Gehen wir zu Los Muertos. Ist ja eigentlich nur ein recolored Skin von Azuka. Gefällt dir der besser? Den finde ich dann schon ein bisschen schöner, weil der wirkt in sich stimmiger. Der wirkt jetzt so nicht so, ja, der andere hat so ein bisschen lieblos gewirkt und der wirkte so, als ob der schon zuerst da war. Ich mag den Kontrast zwischen dem, ja, zwischen den beiden Farben ganz gerne. Ich bin ja so rot-grün schwächig. Für mich ist das so fast schon grau, aber ich glaube, das ist für viele ein Grün, ne? Das ist Los Muertos ist ein rosa-schwarz. Rosa-schwarz ist doch ein Schwarz. Also der Mantel. Licht sieht und das für mich so ein bisschen grünlich aus. Gut, gehen wir weiter zu Augmentiert. Das ist so mein Favorit. Tatsächlich? Mhm. Auch so pink-schwarz? Ja, liegt halt an meinem alten Thema, dass ich so auf blond stehe. Okay. Und da hat sie mich. Der letzte Skin Cyberspace, das ist so mein Favorit, muss ich sagen. Ich mag die Farbkombi ganz gerne, blau-weiß. Gut, ich bin auch ein alter Hertaner. Ja, und da schlägt natürlich mein Herz höher. Aber man muss sagen, bei Augmentiert und bei Cyberspace, da kommen die Bubis ganz gut zur Geltung. Ja, darf man doch sagen. Ja, darf man sagen, kein Problem. Ist alles gut. Solange es nicht von Blizzard runtergenommen werden muss. Weil ja, genau. Zu viel Bubis. Gut, ich würde sagen, wir springen jetzt erstmal in die erste Runde und wie gesagt, da werden wir euch Sombra präsentieren und danach geht es dann auf den Kanälen weiter, also bleibt dran, weil jetzt wichtigerweise, schaut beide Videos an, weil jetzt diese Sombra-Runde werdet ihr bei jedem einzigartig sein, das ist das Besondere. Deswegen, genau. Ich würde sagen, guckt euch beide Videos an. Jetzt stellen wir euch natürlich auch jeweils die Skins dann im Spiel vor. Genau. Bis gleich. So, jetzt sind wir also im Gefecht und ihr seht, ich konnte Sombra picken, Ryo hat sich aktuell für einen Tank entschieden. Mit der Diva. Genau. Und ich werde ganz kurz mal drauf eingehen, was Sombra überhaupt kann. Also links geht's los, Maschinenpistole, sehr einfach. Das ist natürlich die Hauptwaffe. Dann die ultimative Fähigkeit ist ein EMP. Hackt Gegner, zerstört gegnerische Schilde und Barrieren um dich herum. Also eine sehr coole Teamfähigkeit. Der Translocator, das ist dieses hier. Das heißt, ich schmeiß den darüber und werde dahin geportet. Alte UTler werden das auch noch sich ein bisschen zurückerinnert fühlen. Oh ja, der Beacon. Ja, sehr, sehr geil. Thermooptische Camouflage, also man wird dann da unsichtbar und dadurch auch schneller, auch lässig.
Und Hacken, das ist die rechte Maustaste, seht ihr, dann wird so wie hier aussehen. Das heißt, damit kann man Fähigkeiten eine gewisse Zeit unterbrechen, aber natürlich, Schießen und sowas geht immer noch. Also hat einen sehr coolen und lässigen Style schon mal, aber ich habe einen ganz kleinen Moment schon Übungsgefecht gerade mit Rio zusammen gezockt. Es ist auch schon verwirrend. Der alte Nutzer kann es nicht. Klappe. Klappe, nope. So, ich spiele übrigens Diva, einer meiner aktuell favorisierten Tanks. Ich mag die sehr gerne, muss ich sagen. Ich finde, die kann was. Ah, da konnte ich leider... Ich wollte mich eigentlich schön hinter die Gegner setzen, hat aber dann nicht geklappt. Schön, aber die Idee war gut, sagen wir es mal so. Die ist schon ganz schön flink in der Unsichtbarkeit. Und man kann eben auch, wenn ein Gegner so halb voll ist, sieht man auch die noch durch Wände durch. Auch eine sehr geile Fähigkeit. Ups, ich sollte mal hier weg. Sehr schön. Nice. So, gerade auch das mit dem Hacken, das muss halt wirklich situativ sinnvoll eingesetzt werden. Bringt nicht immer was. So, schauen wir mal hier rüber. Mal um die Ecke. Die nehme ich mal mit. Schick mal den einfach mal dahin. So, bisher schaut es in der Verteidigung ganz gut aus. Das war ein McCree. EMP aktiviert. Ja, aber ich hatte irgendwie mehr hier. Ja, ich hatte mir mehr erhofft in dem kurzen Moment mit gegen Schild und so, aber da war ich dann leider auf einer zu kleinen Fläche. Gegen den ist es dann nicht so clever gewesen, die Ulti da zu zünden. Gib ich ehrlich zu. Nicht der beste Move des Ulti-Zündens gewesen. Empfänger aufgestellt. Das ist eure gerechte Strafe. Gut, ich sollte mir weg. War nochmal gemacht. So, die konnten wir jetzt rausnehmen. Ja, jetzt kriegt er seinen Boost, ey. Ach jetzt ja. Hast du schon wieder meinen Roboter fertig gehabt. So ich war auch kurz davor, dachte oder hinter ihr gestanden, aber da einmal dachte mir, ah, aber da war ich leider nicht schnell genug, um wegzukommen. Da hat er gut um sich geschlagen, der Heini. Ja, ich frag mich, ob du das auch weghacken kannst. Oder weg EMPen. Schade, jetzt haben sie natürlich mit dem Push das zu kommen. EMP wahrscheinlich hacken, würde mich jetzt wundern, weil wenn er schon die Fähigkeit hat, ich glaube, du unterbrichst keine bestehende Fähigkeit mehr. So, da gab es auf jeden Fall mal schon einen Assist. Das ist schon alles ganz schön eng hier immer teilweise, so wie ich mich... Oh ja, sehr gut. Leider kein gekillt. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Da geht's ja unsichtbar. Ach, was? Wie hat mich das denn getroffen? Verrückt. Verrückt, verrückt. Hat er mich mit seinem E getroffen? Oh, ich bin da voll reingesprungen. Sehr gut. Hab ich das gesehen. Haben wir sie doch mal weggemacht. In der Recap. Sehr schön. Wie läuft es bei dir gerade? Wie sieht es so aus mit Eliminierung und so? 6 Eliminations, Zielfortschritt. Noch da bin ich wenigstens Platz 1, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich muss mich gerade reinfuchsen und wir haben ja auch schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Auch das ist natürlich dann immer erstmal wieder ein bisschen was Neues. Na klar. Alter, immer so im Nahkampf. Da nimmt die ganz schnell ganz schön viel Schaden. Also so jedes Mal hier auch gerade gegen Junkrat. Da
Da hat mich der ganz schön umgemotzt. Aber bisher läuft es ja teammäßig ganz, ganz ordentlich. Na, ich versuche hier gerade irgendwie nochmal in Heal zu kommen. Stellt sich gerade als nicht ganz so einfach. Ja, Heal ist gerade Eichenwalde. Auch die ist natürlich noch nicht so oft gespielt gewesen. So, den habe ich. Sehr schön, den hast du mir gut weggenommen. Kein Problem. Sehr gut. Ach, fuck. Bin ich aus meinem Wohlfühl-Modus leider gerade raus. Ich dachte, da war jetzt so viel Gegner, dachte mir, okay, cool, sitzt es da jetzt mal die EMP. Kommt der da rein? Damit habe ich nicht gerechnet. Der stand die ganze Zeit davor. Also ich muss sagen, die EMP finde ich jetzt hier als Verteidiger situativ nicht so stark als Ultimate. Weil Gegner hacken, okay, ja, gut, zünden sie vielleicht keine Fähigkeit, aber sie können ja trotzdem weiter schießen und... Na klar. Versuchen mal aufzuhalten. Ah, der da hat zumindest einen erwischt. Einen rausgenommen, jo. Das könnte später nützlich sein. Naja. Ach ja, die machen aber immer gute Vorstöße, muss man sagen. Der andere kriegt immer sehr gut die Ultimate gesetzt. Ja, die sind ein Team. Die sind zu viert in einem Team. Ah ja, okay, das merkt man natürlich. Vierer Primate. Also die spielen da, agieren da schon sehr gut. Die stimmen sich auch mit ihren Ultis. Versuch mal hier gerade noch ein bisschen das aufzuhalten hier. Aber das war nix, weil ich irgendwie da alleine bin gerade. Ja, das sind natürlich vier Leute, die da unterwegs sind und du merkst definitiv, wie du schon gesagt hast, dass das ein Premier-Team ist. Das ist doch pay to win, so würde ich das auch sagen, als alter Tankshase. Du Häschen, du! Ah ja. So, endlich ist die eine Troller mal weg. Gott, bin ich schon wieder low. Die Stunde. Der MP war gut. Ach ja, also das ist hier nicht so einfach. Jetzt habe ich es zwar auf Eliminations mal Platz 2 geschafft, aber man merkt halt, dass der Gegner da wirklich gut agiert. Ei, ich werde die ganze Zeit aus dem Robo geholt hier. Da ist er noch gestorben, aber not enough. Sogar zweiter Schaden hier. Krass, was der für eine Heilung bekommt, der McCree. Ja. Also der stand da und der hat sich so lange da jetzt behauptet. Unglaublich. Okay, mal das. Irgendwas habe ich getroffen. Wahrscheinlich nicht genug. Ach, das gibt's doch nicht. Oh ja, sehr schöne Ulta, die nehme ich jetzt gerne an. Oh Gott, Gott, Gott. Das könnte aber echt noch vielleicht mit ganz viel Dusel. Also in dem Fall, wenn wir das noch gewinnen sollten, dann lag es nicht am Skill, sondern einfach nur noch am puren Gezerge. Also bei mir auf jeden Fall. Gutes Gezerge gerade. Ja,
da lief die Ulti nochmal ganz gut rein. Ich hab gerade mein Ding sich zünden können. Da kam nochmal diese Pharah, ey. Unglaublich. So lucky. Vor allem, der einfach nur blind geschossen. Krass. Sehr schön, Killstreak. Wir müssen irgendwie ran, leider. Ah, das gibt's nicht. Huch, wie intensiv, wie intens, wie geil die Runde am Ende noch geworden ist bis dato für mich. Nice. Ja, Eliminations Platz 1, was eine geile Runde am Ende. Ich auch. Hey, holy moly, du auch? 22 Kills. Ja. Geil. Exakt, und zweiter im Damage. Lief doch. Sehr, sehr schön. Hätte ich ja niemals gedacht, dass das noch ein Sieg wird. Das ist ja ein witziger Highlight gewesen. Ja. Wow. Da komme ich, pass auf, da holt er mich nämlich auch noch. Das war aber mehr Luck. Das war glücklich, dass er dich da so getroffen hat. Ja, also damit würde ich sagen, haben wir eine sehr schöne Runde Sombra bei mir gesehen, bei dir eine sehr schöne Runde Diva, Bleide, Platz 1, damit kann man leben und ich würde sagen, sozusagen jetzt, je nachdem, ob ihr es bei mir zuerst oder umgekehrt seht, zurück zu Lück oder vielen Dank fürs Zuschauen. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.